Und weiter geht's in Dark Souls an den unbehüteten Gräbern. Meister Gündel ist in der letzten Folge gefallen. War wirklich hart der Kampf. Und jetzt haben wir gesagt, schauen wir mal weiter, wo es jetzt hier weitergeht. Das ist ja eigentlich das Startgebiet von ganz am Anfang. Dann müsste es ja normalerweise hier zu dem Feuerbannschrein gehen. Nur in dunkler Ausführung wahrscheinlich. Und ich werde gleich mal die neue Waffe ausprobieren. Wird wahrscheinlich jetzt noch nicht so stark sein, ist klar, wegen, weiß ich nicht, wie ich gelevelt habe bis jetzt. Ist ziemlich langsam, ja. Mal probieren. So, schauen wir mal. Okay, Ritter. Aber ich habe jetzt keinen Bock hier gegen die groß zu kämpfen, also werde ich jetzt. War klar, dass es wieder die Range nicht hat. Na, komm her. Okay, die Waffe ist nix. Die ist einfach zu langsam. Viel zu langsam. Boah, kommt nur noch einer. Ey. Okay, ich werde sie einfach mal wegrennen. Kann ich später auch noch machen. Vielleicht folgen die mir ja gar nicht, wenn ich hier oben reinrenne. Na, okay, die folgen mir nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder Finsterschwert nehmen. Das ist ein bisschen besser, du. Wo ist mein Finsterschwert? Da ist mein Finsterschwert. Fragment des gewundenen Schwertes. Okay, was ist das hier? Da ist die Oma. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Oh, was hat die denn hier Schönes? Wolfritterrüstung. Oh, jetzt reicht mir die Seele nicht, oder? Wolfritterrüstung. Ist die gut? Ist die nicht gut? Scheiße, ich kaufe die jetzt einfach, weil die geil ausschaut. Kaufen. So, ich brauche jetzt noch 20.000 Seelen, ja, die haben wir doch. Best not tarry long. Ja, ist gut. Benutzen. Okay, nochmal eine kleine. Hm. 400 geben die bloß, okay. Ich habe die noch nicht so oft benutzt, ab und zu mal. Ich kann auswendig, weiß es nicht, wie viel ich hier jedes Mal kriege. 400.000. Ah, nehmen wir hier noch eine. Weiß wurscht ist. So, jetzt komm her. Und die Hose. Yep. Und yep. So, dann schauen wir uns die Rüstung an. So, okay, das ist dann diese da. Ja, okay, ist eigentlich
schlechter wie mein jetziger. Aber ich probiere es jetzt trotzdem einfach mal aus. Schaut schon cool aus. Schmiedehammer. Schmiedehammer. Alles klar. So, ist hier noch was? Auf jeden Fall alles genau anschauen. Also auf den Thron sitzt keiner. Ne. Hier ist nix. Schauen wir auf jeden Fall mal hoch, ob wir in den Turm rein können. Aber was... Was ist denn das hier für was? Für was? Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal raus. Okay, der ist zu. Und eine Leiter gibt's da nicht. Nee, kann man gar nicht rein. Aber man kann hier, glaube ich, irgendwie hier raufspringen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus wieder. Aber hier gibt es auch kein Leuchtfeuer oder sowas. Und ich habe zumindest keins gesehen bis jetzt. Aber warum sitzt die Alte da drin? Das würde mich wundern. Ja, ist gut, komm. Ja, jetzt aber. Mei, jetzt ist meine Ausdauer wieder weg, ey. Jetzt aber Ruhe hier. Jibbel doch nicht. So, Nummer 1 ist down. Schauen wir gleich hier hinten weiter, ob hier wieder der komische Katana-Mensch ist. Der war ja auch hier am Anfang. Oh, schon wieder runter. Mei, das ist doch lächerlich. Oh. Ich hau mit der anderen Rüstung wieder ran. Ich glaube, das ist besser.
So, bin ich gewaschen. Genau. Und schauen wir uns das die Gaudi nochmal an. Da muss ja irgendwas geben. Kann ich nur wegen der Alten dahin hingehen, oder? So, gibt's hier Loot? Loot, 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 Loot. Hier scheint nichts zu sein. Mann, was ist denn das? Schon wieder down. Oh, jetzt Andi, streng dich mal ein bisschen an hier. Super. Null Seelen erhalten. Der hat immer was fallen lassen. Mann! Kann ich nicht parieren. Oh! Aber Ruhe hier. Mann. So. Weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Da oben haben wir auch noch einen Ritter gehabt. Müssen wir es auch down machen. Kann ich ihn ja backsteppen. Nein, war aber klar. Backstep. Endlich Ruhe. Boah. Seele eines Ritters. So, ist hier noch was? Oh, da steht doch schon wieder. Sag mal, was ist hier los?
Hat der doch eine geile Axt. Diese Axt brauche ich. Okay, das Harmonie scheint bei denen nicht zu funktionieren. Ruhe. Hornissenring. Und war es alles oder was? Mann. Wollte eigentlich die Ding haben, die geile Axt da, was der hatte. Dann schauen wir uns mal den Ring an. Hornissenring. Hexenring. Verstärkt kritische Angriffe. Dieser Ring gehörte der Fürstenklinge Kirian, einem der vier Ritter des ersten Fürsten Gwyn. Er verstärkt kritische Angriffe. Die maskierte Kirian war die einzige Frau unter Gwyns vier Rittern. Ihr Krummschwert bescherte allen Feinden des Throns einen schnellen Tod. Okay. Okay, für Damage-Erhöhung, glaube ich, ist er nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe jetzt vom DPS ja noch keine Probleme. Das will ich jetzt erstmal nicht anlegen. Jetzt schauen wir aber nochmal hinten hin. Da, wo im Startgebiet hier der Samurai-Mensch war. Der ist Gott sei Dank nicht da. Chaosklinge, okay. So, jetzt gehen wir nochmal in den dunklen Feuerbandschrein, so sage ich es jetzt mal, zurück. Ich will nochmal schauen, ob es nicht irgendwie noch was gibt. Kann ja nicht sein, dass das hier alles ist. Hier unten ist ja nichts. Es war im Keller. Hier war nichts, glaube ich. Hier war nichts. Hier ist nichts. Hier hinten war ja Joel, aber... Ah, hier ist Loot, okay. Hat er was gefunden? Asche, eine Hülle. Ah... Können wir nochmal der alten geben. Muss ich, weiß ich nicht, wenn ich es der jetzt hier gebe oder muss ich es der anderen geben? Well, that what can. Okay, hier, da kann ich es nicht geben. Oder konnte man hier nur die Rüstung kaufen oder sowas? Well. Was hat die noch? Die hat einen Schlüssel. Ah, oh, Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Aber den habe ich doch schon, oder? Best not tarry long. Schauen wir gleich mal. Aber ich glaube, den habe ich. Müsste ich haben, wenn da auch Null stand. Genau, Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein habe ich. So, was anderes hatte die nicht. Schauen wir mal. Nee. Ring des Gebets. Erhöht Glaube. Auf jeden Fall kaufen.
Weil man ja für eine bestimmte Trophäe auch alle Ringe braucht. Also nehme ich den mit. So, mal schauen, gibt's hier irgendwas? Nö. Schon mal hier nochmal hoch. Okay, hier scheint es jetzt nichts mehr zu geben. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und dann in die Burg Lothric. Genau, ich werde jetzt da schon mit hingehen. Und wie es dann aber weitergeht, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Würde mich sehr über ein Abo freuen, wenn es euch gefallen hat. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.